Ran, Sat 1 Fußball, ein Genuss mit Becks. Ran an den 16. Spieltag. Heute zweimal Abstiegsangst gegen Titeltraum. Die Borussia mit dem Supersturm zur Herbstmeisterschaft. Nichts zu holen für die Zebras. Ich denke, meine Mannschaft kann die Überraschung des Wochenendes vielleicht schaffen. Hannes Bongertz und der MSV Duisburg zu Gast in Dortmund. Teuflische Serie. 22 Heimsiege in Folge. Und heute wieder mit Sforza im Mittelfeld. Die Löwen ohne Chance. Ich muss mich freuen auf diese Spiele, weil ich in diesen Spielen nichts verkehrt machen kann. 1860 München beim 1. FC Kaiserslautern. Dazu aus der 2. Bundesliga Hannover gegen Rostock. Das alles in Ran. Sat 1 Fußball. Heute mit Jörg von Porra. Ja, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie da sind, liebe Zuschauer zu Hause. Zweimal also Fußball-Bundesliga, gleich vom Feinsten, aber zunächst Neues aus dem Tollhaus Eintracht Frankfurt, liebe Zuschauer. Es geht um die drei Stars, um Yeboah, Okocha und um Gaudino. Die drei trainierten heute Morgen offensichtlich nicht so, wie sich Trainer Jupp Heynckes das vorgestellt hat. Darum bat der Coach die drei heute Nachmittag noch einmal zum Sondertraining. Sie kamen auch. Aber danach, nach diesem Sondertraining, meldeten sie sich für morgen fürs Spiel gegen den HSV ab. Yeboah unter anderem sagte zum Beispiel, zweimal an einem Tag vor einem solchen Spiel habe ich noch nie trainiert, jetzt bin ich so kaputt, nun kann ich morgen nicht mehr mitmachen. Das klingt nach Streik, das klingt nach Arbeitsverweigerung, auf alle Fälle droht in Frankfurt der nächste große Eklat und das vor der so wichtigen Partie morgen Nachmittag gegen die Hamburger. Wir halten Sie auf alle Fälle auf dem Laufenden, vielleicht kriegen wir noch Aktuelles heute Abend in die Sendung hinein. So, dann zu unserem ersten Spiel von heute Abend. 9 Tage noch bis zur Winterpause, aber ein Club, der geht heute eigentlich schon in den Ruhestand, der beendet die Vorrunde heute Abend schon und das ist der 1. FC Kaiserslautern. Wir wissen, Dienstag das 1:0 in Köln, das vorgezogene Spiel. Und darum bleibt den Lautern nur noch der Kick heute Abend gegen die 60er aus München auf dem Zettel. Und wenn sie das auch noch erfolgreich überstehen, dann können sie sich wirklich schon entspannt zurücklehnen und auf Weihnachten freuen. Beim Aufsteiger sieht das ganz anders aus. Die schieben ein bisschen Panik. Zumindest kann man das schließen, wenn man auf die Einkaufsliste schaut in der laufenden Saison. Wer da in einen Fußballschuh kam, ohne sich gleich einen Schweißfuß zu holen, der wurde sofort verpflichtet. Und da war auch unter anderem einer vom heutigen Gegner dabei. Der Novak, der ehemalige Lauterer, ließ die 60er nicht verkommen. Thomas Clemens hat auf der anderen Seite aber auch noch andere Gemeinsamkeiten zwischen beiden Clubs ausgemacht. Also ein beschauliches Adventssingen war es nicht gerade, aber die Teufel- und Löwenfans hatten einen Heidenspaß. Feucht, fröhlich, friedlich, vorbildlich, Fanfeier vor dem Spiel und eine nette Geste. Er fotografierte damit die Kumpels aus München ein Dokument dafür haben, dass sie auch wirklich auf dem Betzenberg waren. Freundschaftlich das Verhältnis von Friedel Rausch zu Werner Lorand. Man glaubt es ja kaum, aber Rausch war 1980 Trainer von Lorand in Frankfurt und beide holten damals den UEFA Cup. Die Lauterer in Rot von links nach rechts bemühten sich natürlich von Anfang an klarzumachen, wer hier vor 38.000 Zuschauern auf dem ausverkauften Betzenberg Herr im Hause ist. Da haben sie Pavel Kuka unsanft gestoppt von seinem ständigen Schatten von Thomas Miller. Freistoß für den FCK, gut 8 Minuten gespielt. Spezialist dafür der Herr Katletz, da haben sie ihn. Also das war das erste Mal, dass man auf dem Betzenberg aufschreien konnte. Ansonsten bemühte sich der...